Hallo und herzlich willkommen hier zu dem kleinen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr Sony Vegas Pro 11 installieren könnt. Ich habe ja schon mal ein Video darüber gemacht, allerdings war das wohl noch nicht so klar. Ja, ihr ladet euch als erstes die zwei Programme bzw. die zwei Dateien runter, die unten in der Beschreibung sind. Das ist einmal der Crack und der Serial Key Generator und einmal Sony Vegas Pro 11. Wenn ihr dann auf der Seite seid, hier bei Sony, müsst ihr euch die 32-Bit-Version runterladen, denn auf der 64-Bit-Version funktioniert der Kagan nicht. Und hier bei dem Crack müsst ihr euch das runterladen. Ich weiß, der Crack ist nicht von uns, allerdings funktioniert der nur auf Sony Vegas 11. So, als erstes müsst ihr Sony Vegas normal installieren. Da erklärt sich ja jeder Schritt von selber eigentlich. Okay. Ja, eine Verknüpfung erstellen. Und installieren. So, das dauert jetzt ein wenig. Aber ich muss eigentlich sagen, dass die Installation von Sony Vegas Pro 11 relativ schnell geht, wenn ich mal so an die Installation von Sony Vegas 8 oder 9 so denke, dann ist das schon ziemlich schnell. Kommt ja auch immer auf das Betriebssystem und auf die Schnelligkeit des Computers an. Und ja. So, jetzt hat er hier schon den Desktop Icon erstellt, das heißt, er ist auch gleich fertig. Und dann klicken wir auf Fertigstellen und das war's. So, dann müssen wir erstmal die Datei entpacken hier, wo der Crack drin ist. Und dann haben wir hier noch eine Datei drin. Und da ist einmal der Patcher und der Kagan-Generator drin. Den Patcher öffnen wir als erstes und den öffnen wir als Administrator. Ich weiß jetzt nicht, ob Sony Vegas das jetzt hier aufnimmt. Denn beim letzten Video hatte das auch nicht aufgenommen. Jedenfalls kann ich euch das jetzt mal erklären, wenn ihr das jetzt noch nicht sehen könnt. Ich weiß ja nicht. Hier oben ist eine Filmklappe. Da müsst ihr einmal raufklicken. Dann öffnet sich ein Browserfenster, wo ihr dann auswählen müsst, wo ihr Sony installiert habt. Dann sucht ihr in eurem Laufwerk nach dem Ordner Sony. Gucke ich jetzt mal, da ist er. So, da klickt ihr rauf und klickt auf OK. Dann klickt ihr auf das Plus und dann steht hier unten das Laufwerk, wo das gespeichert ist und dass der Ordner schon gefunden wurde. Das Programm sucht denn den Ordner und zeigt euch, dass er es gefunden hat. Es gibt nämlich auch Ordner, die er nicht finden kann, dann steht hier was anderes. Und dann klickt ihr auf Crack Me. Jetzt geht er alle Audiodateien und VideoFX Sachen durch und crackt die. Dann läuft hier unten ein Balken durch und ja, wenn der zu Ende ist und alles fertig ist, dann steht hier Enjoy. So, er ist jetzt fertig, hier unten steht Enjoy und dann schließt ihr das Fenster einfach mit dem Smiley da oben. So, wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr auf Sony Vegas. Klickt auf Weiter. So, und jetzt steht hier, dass ihr es normal als Testversion installieren könnt für 30 Tage oder ein Serial Key eingeben könnt. Dann öffnet ihr den Kagan-Generator hier. So, klickt ihr auf Serial, klickt ein paar Mal darauf, dann generieren hier oben die ganzen Serials neu. Dann kopiert ihr das und fügt das da ein und klickt auf Next. Dann von einem anderen Computer aus registrieren. Nochmal auf Next. Nochmal auf Next. Hier könnt ihr irgendwas einschreiben, also ist scheißegal was. Nur wichtig ist, dass ihr hier unten einen Haken hier setzt. Klickt nochmal auf Next. Ja, wir wollen das da registrieren. Und zum Schluss nochmal auf Next. Und jetzt sollt ihr hier den Activation Code eingeben. Da könnt ihr hier unten auch nochmal einmal raufklicken. Und diese Nummer hier einfach kopieren. Dort einfügen und Finish.
Und jetzt habt ihr Sony Vegas Pro 11. Die Kagan-Generator-Programme und den Crack und sowas könnt ihr jetzt einfach löschen. Und ja, wenn ihr jetzt hier mal einen Videotrack Track oder so einfügt, dann könnt ihr hier eigentlich alles machen, auch mit der Vollversion. So, kann man hier irgendwas eingeben. So. Man braucht das auch gar nicht ins zu animieren oder so. Und ihr habt jetzt auch alle Videoeffekte hier. Also wirklich alle. Und ja, ich hoffe, dieses Tutorial konnte euch etwas weiterhelfen. Und ja, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video.